Wie witzig sieht das bitte aus? Das ist ja auch cool hier. Warum lachen Sie? Guck es dir an. Da ist eine fette Spinne und da sind ganz viele Mücken. Ja, Mücken das sind ganz lieb. Das ist jetzt aber zu... Nein! Das ist ein Stinkekäfer oder so. Das ist zu groß, oder? Minecraft. Ja. Was, hat das ein Rüssel bekommen? Ist das jetzt ein Elo-Pferd? Es sieht halt ein bisschen aus wie so ein Rüsselkäfer vorne. Käfer? Käfer. Und ein bisschen, ne, hier den Einfluss. Pferderüssler. Was, Jule? Oh, nein, Moskito! Oh. Renn, Juli, renn! Achso, okay, ich renne. Wo bist du? Ich hüpf gerade ins Pferd. Achso. Hi. Jetzt müssen wir leider den Motor gestartet und das ist richtig, oder? Ich brauch Seile. Was? Boah, ich höre den Motor immer noch. Wo ist er? Ich höre irgendwo. Da hinten. Nee, der ist hier voll nah. Jetzt Akku auf dir? Boah. Auf dich? Der ist hier hinter. Hat du, immer noch auf pass sich. Auf, der ist hier. Aber den machen wir kurz. Ich weiß, ich habe den gesehen. Achso, die haben ihn schon tot gemacht. Na klar. Ich bin davor geflohen. Wollen wir den Rüssel dran lassen? Also? Jule, hast du Seile? Nee, machen wir weg. Ich kann, warte mal, herstellen. Grobes Seil. Ja. So? Ist das mal was anderes? Was denn? Aber es sieht voll komisch aus, oder? Drei habe ich. Soll ich das einfach hier dran machen? Genau. Wie gesagt, es hat seinen Schweif unter dem After. Ja, da gehört der doch hin. Nein, eigentlich nicht. So. Ja, lass doch so. Das guckt halt nach vorne. Okay, ja. ich geh mal so. Das ist das dorianische Pferd. Das ist unperfekt. Cool. Kannst auch hier so einfach einbauen. Deswegen ist es perfekt. Wir müssen die andere Seite noch machen, ne? Ja, ja. Ja, ja, aber ich leck mich am Ursch. So. Nein. Also macht mal vorne, vorne noch nicht fertig bauen, oder? Ja, ja. Fürs Miskin schreibt hier, preiset Kami, preiset Kami. Was? Preiset Kami, preiset Kami, preiset Kami, steht bei mir. Warum? Im Chat. Warum? Du jetzt... Ja, huldigt mich. Hallo? Ich bin doch hier die Königin. Und? Die Gottheit. Immer. So, da fehlen Seile. Ah, wo? So rein theoretisch muss ja dann hier... Soll ich das hier anbauen? Da einen hin und da einen hin. Oder? Da einen hin und dann da oben, wo ich nicht hinkomme, einen hin. War das jetzt richtig, wo ich da angebaut habe? Oder war das zu viel? Nee, ich glaube, alles, was jetzt steht, ist richtig. Also auch oben? Und dann guck, Katrin, und dann können wir über diese Schrägen hier, diese Schrägen, können wir dann Gras machen. Dann hat das quasi wie so eine Blässe vorne. Aus Grün. Ja, ganz weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, das ist hübsch. Ja. Vielleicht auch nicht, aber... Oh, und wir können hier vorne, können wir abschließen mit so Fenstern, dann hat das Nüstern. Ja, so Fensterteilen. Cool. Ja. Ja, was? Ja. Ja, ja, ja. Okay. So nüstern. Komm, nüstern. Hallo, ich komme hier gleich wieder raus. Nüstern? Nüstern. Ein nüsterndes Pferd. Ich schaffe es nicht. Nüstern und nüstern. Kami, hallo, wo bist du? Hallo? Ich sehe das. Was sind das eigentlich da für Blumen? Die sind doch neu. Pass auf, das ist eine Spinne. Habe mich gerettet. Sehr gut. Arbask. Ich hätte ja nicht gedacht, wir brauchen noch mehr Unkraut, ne? Arbask war letzte Woche mit dabei. Ja, ja, ich... Achso, nee. Die verwirrende Arbask. Oh nein. Was denn? Was, Dori tot? Ja, der Boden war schon wieder zu Ende. No. Wie, die Spinne macht dir nix? Nee. Die hat gesehen, wie wir gegen die Dings kämpfen. Gegen die Mücken. Hä? Katrin, guck mal. Und, ups. Nee. Huch. Was machst du denn? Wo bist du denn? Ups. Ey, ich kann schon echt nah an die rangehen, ohne dass dir überhaupt irgendwas interessiert hat. Aber es war dann doch zu nah. Es schläft. Es schläft.
Hast du so eine Klebbombe? Peaks! Oh, die kommt doch hier durch. Huch. Aber die kann nicht zielen. Blöde Kuh! Die ist ein Stormtrooper. Komm rein, schnell Tür zu! Alter, was? Hä? Was tut ihr? Nicht alles, hier oben, da kommen wir nicht mehr durch, wenn wir das machen. Sag ich euch jetzt schon so. Ich wollte es mal gucken. Aber geht nicht. Machen wir Schregonale. Regionale. Regionale. Ja, Schregonale. Hier müssen wir auch noch ein Kleeblatt-Zings hin machen, oder? Ja. Wisst ihr, was ich gestern gelernt habe? Das ist vielleicht interessant für euch. Ist da jetzt noch Spinne unten? Raus. Achtung, wir lernen mit Jule. Das ist wirklich faszinierend. Spinnen können auch alt werden und dann können die auch nicht mehr so gut überall hochklettern und so, weil die Füßchen dann nicht mehr so klebrig sind. Oh Gott. Die, aha. Was, wie alt werden die? Weiß ich nicht, aber es hieß, dass die eben älter werden irgendwann. Dann können die nicht mehr so gut klettern und sind auch langsamer alles in allem. Hm. Krass. Ja, und dann hat jemand irgendwie seine Haustierspinne, hat der, weil die Glasscheibe nicht mehr hochklettern konnte, hat der so ein kleines irgendwie Stoffnetz da reingehängt, dass sie immer noch hochkommt an ihren Lieblingsplatz. Oh Gott. Und ich mag Spinnen ja nicht so, aber das hat mein kleines Herzchen gewärmt. Ja. Oh, das kann ich verstehen, das ist ja putzig. Das ist ja voll knuffig. Die Ameise ist unsere Futterblume. Das darf sie. Das darf sie. Darf sie das? Wir brauchen Seile. Oh, fürs Mischken, das kenne ich nicht. Ja, ich geh mal. Ich mach Seile gerade. Ganz sehr viel. Gut. Sehr, sehr gut. Aber euch fehlen auch noch Stängelchen. Das, ich guck mal, ob ich auch noch welche holen kann. Lubere sagt gerade, das kommt bei Taranteln nur sehr häufig vor, mit dem Alter anscheinend. Das war keine Tarantel, das war viel kleiner, glaube ich. Aber ja. Ist ja auch eine Schabine. Auch eine Schabine, ja. Schabine. Auch bestimmt so ein bisschen Klee, ne? Nee, brauchen wir, oder? Brauchen wir noch Klee? Ich weiß es gar nicht. Ja, für auf jeden Fall Seile und Stängel. Ich hole nochmal Stängel. Für die Schregonale Klee habe ich noch in die Kiste reingepackt. Ja, habe ich gesehen. Das mag die Katrin nicht. Die habe ich wieder weggenommen. Weil da waren nur, weil es sollen nur zwei rein. Der Klee war voll. Der Klee war voll. Wenn zwei Reihen voll sind, sind zwei Reihen voll. Das mag die Katrin nicht. Nein. Ui, so, glaub, so stimmt das. Alter, das sieht so kuviert aus. So, wo müssen die Seilchen hin? Seilchen müssen an alle Böden rein. Naja, ich sehe schon. Aha. Wollen wir eine Stängelsche? Wir haben letzte Woche eigentlich noch von irgendjemandem was wegen dem Gartic-Phone? Nö, ich habe ja alles gelöscht aus Versehen. Aus Versehen. Ja, sie hat sogar nicht nur das Highlight, also sie hat nicht das Hauptvideo gelöscht und dann halt, sie hat auch das Highlight gelöscht. Also sie, das Highlight war wohl noch nicht fertig. Das Highlight war noch nicht fertig. Und dann hat sie einfach alles gelöscht, die News. Mensch, gibt's halt keins. Einmal mit Profis, ey, Dori. Muss das eigentlich hier stehen? Das muss stehen? Das hier? Wo? Was denn? Das da unten drunter? Ja. Sonst fällt der Schwanz wieder ab. Der Schwanz. Der Schwanz. Blöd. Oh, meine Axt geht kaputt. Nein. Doch. Nein, doch. Oh. Ich kann nur ein Seil machen. Oh, wow. Doch so viel. Rüsselkäfer! Ich glaube, ich brauche Rüsselkäfer. Ich brauche das Fleisch, damit ich meinen Dings machen kann. Was reparieren? Willst du mit dem Fleisch machen? Yes. Mein Schild reparieren. Wie gebe ich dir das? Du kannst es hinlegen, mir vor die Füße schmeißen. Yes. Oh, wir haben keine Bombardierkäfer. Das ist aber schlecht. Ich warte. Setz mich hier hin. Dankeschön. So. Bitte.
Kannst du mir auf den Kopf rum, hä? Ja. Frag mich warum. Ich kann's einfach. Das ist gar kein Unkrautstängel. Oh, ruckel die Puckel. Hier oben sind noch welche. Die Ameisentanne kommt. Die Ameisentanne kommt. Ich kann so viel schleppen. Die Ameisentanne kommt. Oh, Faser. Fasern, Fasern, Fasern. Dum, bum, 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 bum. Die Tanne, die kriegt Masern. Ach, schön. Oh, hier sind ja ganz viele Fasern. Müssen wir ganz viel Unkraut zupfen. Ja. Aber ich mach gerade schon. Wart ihr schon mal richtig schwimmen, so, wo der Koi einen frisst? Ja. Ich bin zweimal ertrunken. Genau. Stimmt, müssen eigentlich mit der Jule nochmal schwimmen gehen. Oh. Hatte Tag. Vielleicht ist mein Rucksack ja nicht mehr buggy, obwohl ich schau mal, wo ist er denn? Ja, alles gelöscht, dann müsst ihr heute wiederholen. Alles wiederholen. Was? Auch mit den Typen nochmal zusammen zeichnen. Danke. Ja. Aber unbedingt. Gerne doch. Das hat so Spaß gemacht. Diese Art von Streams braucht die Welt. Ja, wir werden auf jeden Fall, also ich denke mal, Gartic Phone werden wir grundsätzlich auch nochmal spielen. Ja. Aber wenn, dann auch nur mit Leuten, die wir schon länger kennen. Genau. Ja. Mit der also Community. Mit mir. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Oh. Zum Bleistift. Also es kommt kein Fremder mehr rein. Nee. Halt aber auch, oder Leute, die wir halt schon länger kennen, die schon Ewigkeit in der Community sind, wo wir sagen, das sind halt Peoples, denen können wir vertrauen und wenn nicht, dann gibt's was auf dem Kopf. Hab ich einen hohen Ping. Cool. Ja, der geht 3 rum wahrscheinlich. Oh oh. Muss ich so viele Mobber fliegen? Mobber fliegen, ich habe einen Löwenzahn gefunden und den hau ich mit der... Hä, ich habe doch meine Axt ausgewählt. Also manchmal ist das so ein bisschen buggy, ne? Ich hab Grasplatten. Braucht ihr die oder soll ich die ins Lager packen? Ich glaube Glasplatten. Ja, auch die brauchen wir doch fürs Augenlid, fürs andere, glaube ich. Das Augenlid, das Augenlid. Die mobben mich. Das Augenlid. Ich singe ein Augenlid. Es ist so wunderschön. Anne, du kannst jetzt eigentlich Lelele-Party machen mit deinem Soundboard. Was ist denn eine Lelele-Party? Naja, du kannst ja so hochpitchen und so, ja, weißt du? Und dann mache ich Lelele. Mein Liebster macht das die ganze Zeit. Der ist die ganze Zeit am Rumspielen. Also ich höre, das ist immer so witzig, weil ich höre ihn ja normal drüben sitzen. Und ich dann irgendwie... Die Leute hören ihn im TS mit seinem Soundboard und ich höre ihn ja halt ganz normal. Das ist sehr, sehr witzig. Also meinst du, hört sich das dann so an? Oh Gott. Ist süß. Minimaus. So. Ich will mal was. Packe wie, euch mal aufs Handy und rein in Richtung Bett. Was? Wie höre ich mich jetzt an? Es halt. Es halt? Ich habe eigentlich Gender hochgedreht. Ach so. Ich drehe mal Gender zurück. Hallo? Gender zurückgedreht? Hallo? Hallo? Hallo, hallo Gender? War ein bisschen höher irgendwie. Okay. So, jetzt. Wartet, ich mach mal. Jetzt bin ich, glaube ich, Schimpf nicht so! Was soll denn das? Uiuiuiuiui! Ja, ich muss damit noch mich ein bisschen mehr befassen, weil ich kann da ja auch Sounds drauf einspielen und so. Und die kann ich dann drücken und ja. Aber es war sehr aufregend, das einzustellen. Wie war es bei euch denn so mit dem Einstellen des Dings? Marcel hat es relativ schnell gemacht bei seinem, weil er sich noch ein Video dazu angeguckt hat. Ja, also, wir auch. Aber irgendwie, das war trotzdem sehr weird. Er hat das relativ schnell drin gehabt und ja, hat dann direkt rumgespielt, also es ging von der Zeit her. Ja.
Vielleicht ist auch ein bisschen mehr Technik drin gewesen. Herr Baum hat sich ja ein bisschen erstmal eingespielt, was das anging. Er kannte sich damit ja auch nicht aus, aber naja, jetzt geht's. Cool. Der wirft hier mit Stängeln nach mir. Ist bei euch ein Chipmunk? Ja. Tanne. Aha, da kommt Saft raus. Spannend. Ich bin der Chipmunk. Süß. Das war eine Biene. Ah. Oh. Dick und pommelisch. Schade, ich habe gehofft, auch mal eine Runde mitspielen zu können. Du, bald am Meer. Also wenn du länger bleibst und einen guten Eindruck machst und ganz viele Sternchen sammelst, warum nicht? Aber wir haben ja letztens eine übelst schlechte Erfahrung gemacht, deswegen erstmal so nie. Ihr könnt euch bei denen bedanken, die so blöd waren. Ja. Aber ich glaube, die freuen sich auch drüber. Ja. Bestimmt. Aber die können sich jetzt gebannt freuen. Ach, die haben doch schon wieder einen neuen Account. Und der eine Kanal ist ja gesperrt. Ja. Schon von Twitch, ja. Ja. Aha. Der eine wurde direkt gesperrt. Oh, hier liegt ja noch ganz viel Unkraut. Warum liegt denn hier so viel Unkraut? Ja, geil. Ich hab's gefällt. Ich hab Packi-Hacki gemacht und dann war das Wecki-Wecki. Mit Flutschi-Flutschi und Dingel-Dongi. Jetzt liegt auch noch eins mitten im Weg rum. Die Arabask hat uns mit ins Bett genommen. Oh, nicht heute die mal keine Bade. Ja, keine Badewanne. Oh, Mensch. Ich brauche aber zwei, oder? Badewanne klingt aber gut, Leute. Was habe ich letztens gemacht? Was war das mit so einem Ölzeugs? Schaumiges Öl. Jojoba. So. Das war toll. Nee, das war voll cool irgendwie. Ich brauche Unkraut. Da kommt ja meine Lieferung. Ich brauche noch Rüsselkäfer. Oh, hier sind aber viele Ameisen. Hm? Na, ihr kleinen Wutzis, Butzis hier unten. Nucki Schnackis, ich brauche einen Rüsselkäfer noch. Auch hier oben. Einfach irgendwo dran machen, wo noch Platz ist, ne? Ja, da wo alles noch blau ist. Ich glaube, das alles, was jetzt als Blaupause steht, ist okay zum Rand machen. Gut, mach ich. Ich glaube. Und wenn nicht, machen wir es halt wieder weg. Kann sein, dass schon wieder keine Rüsselkäfer da sind. Ich habe vorhin einen getötet. Also es war einer da. Dori hat das letzte Exemplar getötet. Ja, wir haben den einen, der auf der Map war. Nee, ich habe noch mal einen gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, den hat Jules getötet. Ja, ich habe einen getötet. Akan hat einen guten Witz gemacht über unsere lieben Freunde vom letzten Garlic Phone Spiel. Garlic Phone? Kommt da drin davor, dass sie einen ganz kleinen Pups haben? Nee, die schauen gebannt zu. Ja? Ich soll dir Grüße ausrichten. Ja? Von Roy. Roy? Hallo, wer ist denn Roy? Hallo, Roy. Also, freudige Grüße. Freudige Grüße. Drück. Da stehen dann. Drück. Wir haben wieder Ameisen hier drin. Zwei Stück. Das in der Dose Noah? Ja, zwei Stück. Oh, gut, dass ich nicht dabei war. Mit lauter Penisse gemalt. Als ob. Penisse. Kennt ihr die Mehrzahl vom Penis? Penauten. Penauten? Ja. Ich habe Penen, dachte ich. Nee, Penauten. Was ist, wenn die Haut nicht mehr da ist? Dann ist nichts mehr mit mir. Deswegen Penen. Penauten. Ich habe so einen Medizinmenschen bei mir. Wenn der wieder da ist, frage ich den. So im Chat. Ich dachte Penen, wieso Penauten? Ja, mein Chat sagt auch Penen, aber es ist Penauten sind ist viel cooler. Ja. Ja, und wenn das Ding nicht steht, dann sind es die Penflauten oder was? Paddy fragt nicht Peni? Peni, auch noch verniedlichen. wie läuft das eigentlich bei Grounded? Ist das ein Server oder gehostet? Also nicht hoch. Kami hat das halt, halt erstellt und hat gehostet. Oder wie lokal gehostet dann, also oder nicht? Genau.
oder? Ja, weil man befreundet ist. Es ist halt nicht für alle zugänglich, sondern nur für Freunde. Genau. So läuft es ja eigentlich. Gehe ich hier mit meinen Blättern und weiß nicht, wohin damit. Wir müssen wohin schlafen gehen. Okay. Und nicht sterben. Nicht sterben. Und nicht sterben, bitte. Mehrzahl sind Penisse, Ova und Nitze. Oh Gott. Ja, gut. Der war gut. Der war, ja. Ja. Da fällt mir schon der Deckel aus der Hand. Mensch, so gut war der. Wir müssen schlafen. Was ist denn das noch? Das habe ich ja auch verpasst, hier euer... Was? Das müssen wir uns morgen mal angucken. Dieses Wasserkarussell oder so auf den Seerosenblättern. Ach, das ist ein Restaurant. Das, natürlich kenne ich das noch nicht. Ein Restaurant mit... Das müssen wir auch mal weiter. Du musst dir das jetzt angucken bei Nacht, weil Gloria hat da eine indirekte Beleuchtung reingebaut. Stimmt, das müssen wir auch mal versuchen weiterzubauen. Da muss ich mein Häuschen mal versuchen weiterzubauen. Musst du da versuchen, ein Häuschen weiterzubauen? Ja, weil, ne, ist so. Nice and clean. Okay, können sie sich hinsetzen und können die Nieren. Hydration is the key to performance. Sehr süß mit diesen. Das mit der Beleuchtung ist halt mega schön. Oh ja, das ist ja fantastisch geworden. Wie macht man denn sowas? Oh, mit ganz viel Trickserei, ich sehe schon. Ja, ich habe so eine, du musst so einen Grund reinmachen, also so einen, so einen Boden, so einen Steinboden. Und dann, ich bin durch die Seerose reingefallen. Aha. Bei meinem Glück ertrinke ich wieder. Schön ist es, hübsch ist es. Ich möchte raus. Und hier wird dann noch ein Häuschen gebaut. Seerose ist so hoch. Ja, hier soll quasi die Rezeption sein. Ich bin noch nicht zufrieden damit. Also das Hotel quasi. Und dann gibt's hier, soll es hier überall die kleinen Malediven quasi, ne? Genau. Und das ist meine Hütte, aber da komme ich gerade nicht weiter, weil ich keine Treppe mehr setzen kann. Das ist blöd. Versuch's gerade nochmal. Einfach mal aus Interesse. Wenn wir schon mal hier sind. Das hat Dori angefangen hier, oder? Nee. Geht immer noch nicht. Ich muss es, glaube ich, komplett abreißen. Was habe ich angefangen? Das hier rechts, das ist von Plixen gewesen. Ach, von Plixen, ach stimmt. Ja, das ist Plixen. Ich habe nichts mehr gebaut hier. Weil ich einfach mies im Bauen bin. Ach so. Ich muss mein Haus bist du gar nicht. Oh was, das ist hier, hier ist ja unendlich 3 Millionen Dreifzig Wasser. Ja, das ist so ein Erfrischungsfilm, wenn du in die Rezeption gehst, gibt es erstmal ein Erfrischungsgetränk. Ja. Cool, oder? Ich muss mein Haus abreißen. Das ist fantastisch. Tanne, du schwimmst schon wieder. Bei mir nicht. Ich bin nicht in meinen Armen. Wollen wir schlafen, schwimmen? Ja. Schlafen klingt gut. Jetzt mach doch mal die Treppe, Tanne. Ja, Jules. Ja, hallo. Aber wenn du mal Jules sagst, ne? Ja, dann muss ich immer an den anderen Jules denken. Jules, ich weiß gar nicht mehr an, wie der mir hieß. Wenn links YouTube Jules. Ja. Ich weiß auch nicht. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Penitze, ey. Was ist mit dir, Olo? Boah, ich hab nicht schlecht Bock auf so ein Eisschen. Oh, ich hab von Domino's gestern haben wir dieses Netflix irgendwas. Netflix, ey, frag mich nicht mehr. Gibt's da ein Paket oder was? Gibt irgend so ein Netflix-Eis von Ben & Jerry's. Boah. Okay, was? Nach was schmeckt das? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht probiert. Ich hoffe nicht nach Geschmack. Nach köstlich. Ich hoffe nicht nach irgendwelchen Füßen oder so. Ich hab so ein Cookies-Eis hier und das ist wirklich sehr, sehr köstlich. Cookies. Aber eigentlich hätte ich Bock auf so ein gutes Erdbeereis oder so. Erdbeer bin ich ja voll raus bei Erdbeereis, ne? Ehrlich? Ja, irgendwie, ich bin nicht so ein Erdbeereis-Fan. Ich weiß nicht, warum. Nee, so ein Fruchteis bin ich bei. Ich mag gerne... So ein schönes fürs Pückler-Eis, so mit so Vanille und Schoggi noch. Da bin ich dabei, da sehe ich mich. Ich habe nur noch eine Wasserflasche. Das ist ja cool. Hat so ein Fressflash auf Pudding. Vanille oder Schoko irgendwie. Oh, ich mag ja auch gerne so Stracciatella-Joghurt oder diese. Kennst du die? Stimmt. Das ist nicht meins. Boah, ich mag ich gerne. Gab mal von Bauer so einen richtig geilen Vierkörner-Joghurt mit der Banane. Der große Bauer. Schön. Ja, mit Banane. Oh. Bananen sind nicht mein Freund. Guck mal, können wir uns ja alle gut verteilen. Wir sollten eine WG machen, weil wir werden uns nicht was wegessen.
Das klingt fantastisch. Nee, ich mag Bananen nicht. Ich finde, die schmecken nicht so gut. Und leider, weil Bananen so eine Bananenkonsistenz haben. Oh, ich mag Bananen nur, wenn sie entweder noch sehr fest sind. Jetzt, wo du es sagst. Die Bananenkonsistenz. Und, ja. und ich finde, dass ich mag die gar nicht leider, wie Bananen von der Konsistenz her sind. Das heißt, ich esse sie entweder, wenn sie noch fast grün sind und dann nicht mehr. Und wenn sie schwarz sind, werden sie zu Bananenbrot verarbeitet. Dann sind sie wieder lecker. Ja, oder Bananenmilch oder Bananenbrei. Nein, oh, nein, richtig geil. Das muss ich auch mal machen. Hab ich auch mal Bock drauf. Ja, ich weiß nicht mal ein Rezept für Bananenbrot. Das ist immer Pi mal Daumen und jedes Mal anders und jedes Mal lecker. Ach, guckst du echt nicht nach Rezept oder so? Nee, ich habe ganz viel. Ich brauche einen Grund. Ich brauche jedenfalls einen Grundbaustein, sonst klappt das ja gar nicht. Ja, Banane. Und Dings und Banane. Ach, stimmt, Banane. Oh, bei mir schreibt gerade der Chris: Hallo Chris, das Netflix-Eis ist Erdnussbutter-Eis mit süß-salzigen Brezel, Swirl und Fudge-Brownie. Aber ich hatte ein anderes. Ich müsste tatsächlich mal gucken, was das war. Okay. Wait a moment. Hallo, du Fliege, ich will dich moppen. Komm her. Wo waren das? Doris Talente liegen nicht im Bauen, sondern im Herrschen. Okay. Fliege. Spinne. Huch, Spinne. Oh Gott, ich höre die. Ich bin schon wieder runtergefallen. Die will mich essen. Die will mich essen. Die will mich essen. Warte, warte, warte. Wo ist denn mein Bogen? Oh, Alter. Ich weiß gerade nicht, wo mein Bogen ist. Tut mir leid. Alles gut, ich habe meinen Bogen nicht ausgerüstet, das ist das Problem. Wie sind denn hier die Desserts? Wo ist sie? Unten drunter, glaube ich. Ja, direkt hier unten unter uns. Na super. Zwei Spinnen am Pferd. Oh, also das Netflix-Eis. Du hast Hunger, kann das sein? Du hast noch nichts gegessen, ne? Ich habe keinen Hunger. Das Netflix-Eis heißt Chip Happens. Schokoladeneiscreme steht hier nur. Was? Okay, kann natürlich Chris eine Ahnung, Chris. Oh, wartet. Steht hier noch was dabei? Limited. Ein zartes Schokoladeneiscreme auf Karamellchips und salzige Kartoffelchips trifft. Aha. Das klingt auch jetzt gut. Ich bin gespannt. Ja, was ich zu Banane erzählen wollte, ne? Ich war mit meiner Mama in meinem Schwimmbad vor vielen, vielen Sommern. Also 2019. Sie hatte eine Banane im Kofferraum noch, also so auf der Rückbank, nee, nicht auf der Rückbank, hier im Fenster halt hinten, ne? Ja, die war erst gelb, wo wir zurückkamen aus dem Schwimmbad. Auf dem Parkplatz war sie schon schwarz. Boah, Alter. Meine Mutter macht die auf und die kam instant rausgehüpft aus der Schale. War die noch gelb in drinne? Ja, ja. Aber der war halt so warm. Die hat gedacht, nee, also wenn du hier schon mal aufmachst. Lore, was machst du da? Ja, kämpfen. Ich bin tot. Alter. Sie ist tot. Okay. Dori hat hier voll die Moves gemacht. Ey. Ich brauche einen Rüsselkäfer. War schön, wir haben eine Spinne getückelt. Ihr Schweine. Okay. Ja, also es gibt zwei Netflix-Eiscreme, sagt der Chris. Das eine ist eben das Erdnussbutter-Eis und süßartige Brezelswirl und Fudge-Brownie. Und das andere ist Schokoladen-Eiscreme mit Fudge-Chips und crunchigen Kartoffel-Chips-Swirls. Gottes Willen. Ja, ich glaube, dann habe ich das letzte. Wir sind noch nicht fertig. Nochmal. Ja. Oh, ich muss mal Pfeile mopsen. Sorry, Kami, wir können dir gerade bei deinem Rüsselkäfer-Problem nicht helfen. Nee, wir haben gerade nicht Spinnenprobleme. Ja, ich komm alleine klar. Wir haben keine Spinnenprobleme, die Spinne hat Probleme. Die Spinne hat ein Kinderproblem. Alter. Da. Entschuldigung. Station entdeckt. Gestoßen. Ja, wenn du ein paar Sachen mehrmals machst, dann kommen die Mutationen hier weg. Ja, super. Das ist lustig. Du hast mir gerade einen Pfeil in den Kopf geschossen und deswegen hatte ich die ganze Zeit das Geräusch von auf Holz schlagen bei jedem Schwert. Nice. Oh, geil. Ich finde das logisch. Warum sind denn hier Spinnennetze jetzt zwischendrin? Ja, oh nein, weil die haben geschossen. Die
pupsen halt. Die Spinne schießt die Dingers. Oh, ich kann den Pfeil manchmal nicht aufnehmen. So, also jetzt bin ich. Das ein Ding. Oh, beide Eiscremes klingen einfach fantastisch. Da klingt mein normales Cookie-Eis total langweilig dagegen. Oh. Ja, finde ich auch. Ach Mensch, aber super. Eis jetzt sowieso wäre toll. Daneben wäre ich jetzt auch bei. Oh, ich hätte auch voll Bock auf dieses, kennt ihr das? Diese Waffel, wo dann in der Mitte halt Schoko, Vanille und Erdbeere ist. Das ist so Kindheit. Ja, für Spückler. Genau, kam gerade. Die mag ich auch mal gerne. Das ist lecker, ja. Dann hat man sie auch nicht so voll gekleckert. Ja, genau. Und man kann das gut abbeißen. Man kann das meiste Eis ja nicht gut beißen. Ja. Ich habe echt das Gefühl, dass wieder keine Rüsselkäfer am Start sind, so viele, ne? Hm. Ja, irgendwie fehlt da was. So. Kinderpunsch, wir lachen weiß und gefällt.